Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video in FC25 und zum Start von Let's Play Ultimate Team. Wie ihr seht, können wir auch dieses Jahr wieder direkt reinstarten mit der Vollversion und das ist möglich dank EA und auch dem Creator Network. Vielen lieben Dank dafür und ich will gar nicht lange drum herum reden. Es ist noch ein bisschen ungewohnt für mich, immer direkt die erste Folge mit einer Vollversion aufzuzeichnen, aber da sind wir. Während ich mir jetzt erstmal hier durchlesen muss, was jetzt hier das Problem ist. Ich brauche ein Kader-Update. Das kennen wir, das laden wir herunter. Und es wird nice. Eine neue Saison. Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, wie hyped ihr seid, wie sehr ihr euch freut, ob ihr noch am Start seid. Und wir beginnen das Ganze traditionell mit dem Starter-Team. Ich glaube, an diesem ganzen Flow hat sich ehrlicherweise nicht so viel verändert. Es hat auch einfach eine gewisse Tradition. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe eben noch mal reingeschaut, ich habe mich das letzte Mal geärgert, dass ich nicht mal Frankreich ausgewählt habe anstatt Brasilien. Das machen wir diesmal. Starternation Frankreich. Ich gebe euch jetzt hier gleich den vielleicht heißen Tipp, dass Frankreich eine Bombennation ist. Es ist ein absoluter Geheimtipp. Oder auch eben nicht, je nachdem, was wir jetzt hier so bekommen. Wir fangen an mit einem 77er Sotoka. Wird hundertprozentig so nicht ausgesprochen. Und Starternation Frankreich hat sich jetzt für mich nicht so herausgestellt, dass das ein richtiger Geheimtipp ist. Da war jetzt nicht wirklich viel dabei. Wir können jetzt auf jeden Fall einen Leihspieler, glaube ich, wieder festlegen. Das finde ich ganz interessant. Dieses Jahr ist dieses Menü so nochmal drüber gelegt. Es ist nicht so in das Spiel gefühlt integriert. Aber wir können jetzt natürlich den Leihspieler wählen, das kennen wir auch. Die Frage ist es, auf welcher Position. Stürmer ist immer, denke ich, ganz gut geeignet. Auch wenn diese Optionen mich jetzt nicht so wirklich umhauen. Wir schauen mal vielleicht ganz kurz, was wir auf anderen Positionen bekommen. Es macht natürlich Sinn, jetzt hier einen Spieler zu nehmen, der Barella beispielsweise, also der auch ein gutes Upgrade darstellt. Das ist jetzt vielleicht auch auf den Flügelpositionen besonders der Fall. Wir schauen mal ganz kurz hier auf dem rechten Flügel. Da bekommen wir mit Sané oder Malen zwei gute Optionen. Also ehrlicherweise finde ich das alles, das war mal irgendwie krasser, oder? Da hat man eigentlich irgendwie bessere Optionen hier bekommen, ist so mein Eindruck. Reiten finde ich jetzt irgendwie von den Spielern an sich eigentlich grundsätzlich am stärksten. Deswegen, ja, es geht ja auch nur um den oder die Leihspielerin und entsprechend machen wir das nicht zu kompliziert. Das ist immer eine meiner Lieblingssachen. Hier lege ich ein Trikot fest, was ich dann ungefähr 3 Monate mindestens spiele, bevor ich mal drüber nachdenke, auch ein anderes Trikot zu wählen. Dieses Jahr sind aber ehrlicherweise meine Optionen echt nicht so sonderlich herausragend. Normalerweise habe ich hier immer ein bisschen Glück. Hier an der Stelle macht mich vielleicht am meisten das OM-Trikot an oder Aberdeen. Na, wir nehmen mal das OM-Trikot. Ja, und Nottingham Forest sieht schick aus. Wir haben Oxford, Ipswich, Arsenal. Das finde ich aber ehrlicherweise einfach nicht schön. Barcelona sieht natürlich, ich glaube, vor allem, oh, wir haben auch das Deutschland-Trikot. Boah, das ist jetzt schon mal eine schwere Entscheidung. Ich habe jetzt erst gerade gesehen, dass ich hier zwei richtige Banger habe mit Deutschland und auch Barcelona. Barcelona ist irgendwie sick, das nehme ich. Und dann noch dazu das Wappen. Da nehmen wir dann jetzt an der Stelle Arsenal. Und damit haben wir schon mal die Grundlagen geschafft. Interessant wird jetzt auch, ja, ich möchte meine Points übertragen. Meine unglaublich vielen Points aus dem letzten Jahr. Ich glaube, ich habe noch 100 übrig gehabt. Und dementsprechend übertrage ich die jetzt mal. Hier, Glückwunsch. Vielen Dank dafür. Jetzt sollte ich 4700 haben. Wir rufen uns aber vorher im Bonus ab. Wir bekommen hier irgendwelche Sachen, die Menüs. Ich glaube, die brauche ich euch nicht alle zu zeigen. Ich habe es diesmal sogar auch auf Deutsch eingestellt. Das ist auch schon mal sehr clever gewesen. Das sind irgendwie, das ist wirklich viel, was ich jetzt hier bekomme. Wir fügen das mal alles dem Verein hinzu. Wir bekommen die erste Evolution. Wir machen jetzt Spielen. Ich dachte, es kommt jetzt ein Hinweis zu der Evolution. Das ist aber nicht der Fall. Moments. Wir bekommen eine Erklärung zu Moments. Das ist ein Moment, ein Spielmodus, der eigentlich kaum kein wirkliches Interesse weckt. Zuletzt zumindest. Gut, wir sind im Menü angekommen. Und meine Idee jetzt für diese erste Folge ist, ich glaube, ich habe jetzt hier ein paar Packs, die ich machen kann. Damit werde ich vielleicht
aufmachen, alle aufmachen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Und danach starten wir rein in das erste Rivals-Spiel. Das ist die Idee für diese erste Folge. Ich glaube, das ist ein schöner Einstieg, weil dann seht ihr auch ein bisschen Gameplay und meine ersten Eindrücke, wenn ich das Spiel jetzt hier spiele. Wir müssen zu den Packs. Ich gehe davon aus, dass ich welche habe, die ich aufmachen kann, denn ich hatte eben schon mal bei anderen Streamern kurz reingeschaut. Und wir haben zumindest hier ein paar Packs. Wir fangen einfach mal an mit dem Silberspieler-Pack hier. Und wir haben zunächst mal Laval. Ich muss sagen, die Pack-Animation, oh, wir haben einen ersten Koreaner. Die Pack-Animation, der sieht auch ziemlich solide aus für einen Silberspieler. Die Pack-Animation bei Gold-Packs, wenn ein guter Spieler dabei ist, die ist schon ziemlich nice. Jetzt natürlich hier so ein Pack, das holt einen nicht wirklich ab, da passiert ja nichts. Aber wenn man diesen Stadion-Einlauf hat, das gibt Flashback zu früher und ich finde, es ist wirklich ziemlich nice gemacht. Da war jetzt hier nicht ganz so viel dabei, zumindest bildet sich hier zu, unter Umständen ein Bundesliga-Dreieck oder zumindest ein Bundesliga-Teil im Team. Machen wir das nächste Gold-Profis-Pack auf und hier haben wir es. Hier haben wir diesen Stadion-Einlauf. ZDM Griechen, Uruguay. Bentancur vielleicht. Für mich, ich muss ja sagen, ich werde über die Spielerwechsel besonders gut informiert über meine Packs, die ich in den FC aufmache. Denn so sehe ich dann die ganzen Spieler und die, bei welchem Verein sie jetzt gelandet sind. Ansonsten bekomme ich einen Teil der Transfers von der neuen Saison gar nicht mit. Aber Ugarte finde ich durchaus auch eine schöne Option, am Anfang spielen zu lassen. Alle anderen, ja, gucke ich mir jetzt nicht so im Detail an, aber das war mit Ugarte durchaus kein schlechter Spieler, den ich bekommen habe. 75 bis 83 Rating, es ist wieder ein Stadionspieler. Ich sage einfach mal Stadionspieler. Keine Ahnung, ob das eine gute Bezeichnung ist. Spanischer Innenverteidiger von Aston Villa. Pau Torres. Auch sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir können direkt das Team ein bisschen upgraden, was wir dann ins erste Division Rivals Game führen werden. Sind die alle tradable? Ja, dann. Was ist der Unterschied? Ah, okay, das sind Goldprofis und die anderen sind seltene. Wieder Stadionspieler. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran das gekoppelt ist. Spanier, La Liga. Es ist. Es kann natürlich jetzt alles sein. Betis Sevilla ist das auch, oder? Es ist Isco. Okay, okay, okay. Er hat vielleicht ein bisschen spielerische Qualität. Und jetzt haben wir zumindest zwei seltene Spieler. Und ich würde vielleicht vermuten, Stadionspieler ist 81 plus. Ich weiß es nicht. Japan und das wird eine Frau sein. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, das ist Kumagai. Und letztes Jahr war es ja so, wir hatten nur Juve aus der Serie A, quasi aus dem Frauenbereich. Dieses Jahr scheint es schon mal mehr Spieler zu geben. David Raum ist, glaube ich, ein sehr schöner Starterspieler auch. Und ich habe letztens auf Twitter noch auch mal getwittert oder ja den Tweet abgesetzt oder auf X habe ich geXt, I don't know, wie man es am besten bezeichnet, dass ich finde, es gibt nicht viel Langweiligeres, als Starterteams zu bauen. Da haben wir es, Calcio A Feminine. Und ich kann mich daran erinnern, übrigens habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch Girelli gezogen. Oder war das irgendwann später? Ich weiß es nicht. Linari sieht eigentlich auch mit Def und Tempo und Physis ganz gut aus. Wird wahrscheinlich leider irgendwie 1,68 groß sein, wie das meistens so ist. Und die Packs haben jetzt nicht ganz so geballert. Wir haben zumindest aber noch ein Leihspieler-Set. Wir bekommen das RB Leipzig-Stadion-Thema. Kimmich. Okay. Bundesliga. Habe ich ja eben schon mal auch einen gehabt. Der wird sicherlich auch eine zentrale Mittelfeldposition spielen können. Leihprofis-Pack Vorbestellung. So, da haben wir einen Bellingham. Den können wir auch spielen. Der ist auch spielbar, denke ich. Aber halt, wie gesagt, nur Leihspieler. Und dazu, Bonmati ist natürlich eine Klasse im zentralen Mittelfeld. Son ist, finde ich, einfach mit Finesse Plus und 5 Sterne Weakfoot, wie man es kennt, einfach eine extreme gute Meta-Option. Wir können mal ja ganz kurz hier so durchgehen und wir sehen, Sonder mit seinen 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills ist das schon sehr, sehr, sehr stark. Und ich glaube, den werde ich dann auch einfach mal nehmen. Und jetzt, glaube ich, kommen wir noch zu einem richtig krassen Pack. Zwei haben wir noch. Ich glaube, davon ist eine Evo.
Das ist richtig. Powerschuss plus Evolution. Die werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal ein bisschen anschauen. Ich will in der ersten Folge vor allem Gameplay liefern. Und wir haben jetzt hier noch eine untauschbare Ursprungs-Hero-Profi. Und der wird im November zu Prime. So, das könnte natürlich jetzt richtig krachen. Es gibt keine Animation und ich bekomme Sausage, die ich persönlich nicht kenne. Und ich kann mir auch die Informationen zu ihr nicht anschauen. Das ist komisch. Vielleicht drücke ich... ich drücke nicht die falsche Taste. Gut, dann füge ich die einfach mal zum Verein hinzu. Und damit haben wir die ersten Packs aufgemacht. Wir machen natürlich ganz schnell auch noch hier das kostenlose Vorschau-Pack auf. Mit Carvalho wird jetzt wahrscheinlich nicht der Content sein, der sich lohnt. Dementsprechend kaufen wir uns das nicht. Gibt es auch noch andere... wir haben noch ein Silber-Vorschau-Pack. Und hier haben wir Long. Gut. Also, das war, glaube ich, jetzt nicht so wirklich umwerfend. Wir gehen mal kurz in das Team. Und jetzt ist natürlich die Frage, diese ganzen Erklärungen, ich glaube, als jemand, der schon mal das eine oder andere Mal Ultimate Team gespielt hat, ist das jetzt nicht ganz so interessant. Jetzt, ich glaube, ich mache das direkt so. Wir machen erstmal Mannschaftsauswahl, wir kopieren das. Und hier, wobei wir es hätten auch einfach beim ersten Team machen können. Wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz, was ich jetzt hier so gezogen habe. Eben gerade in den Packs. So, vielleicht kann ich mir sie auch gleich mal anschauen. Es geht nicht. Es ist wild. Ich weiß leider nicht, also sieht 85, also man muss, ich habe das eben gerade gar nicht gesagt, aber 85 Tempo, 91 Schießen ist gerade zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ziemlich krass. Das ist, glaube ich, ziemlich nice. Ich weiß halt leider nur nicht, ob sie 4 Sterne, 3 Sterne Weakfoot hat, 3 Sterne Skills, wie groß sie ist. Sie hat Aerial Plus. Ich weiß, ich kann sie halt leider nicht einschätzen, aber ich glaube, sie ist natürlich durchaus eine spielbare Karte jetzt für den Beginn. Ich tue sie mal rein hier an der Stelle. So, wir machen noch mal ein bisschen Platz und wir gucken jetzt mal ganz kurz, was wir hier haben. Kumagi, Linari, das waren dann zwei Ladies aus der Frauen-Serie A. Pau Torres, sehr interessant. Wir nehmen mal Raum. Wir nehmen mal gerade einfach generell die Spieler hier mit. Und ich habe das Gefühl, ja, wir können natürlich auch noch die Leihspieler hier mitnehmen. Wir sind irgendwie schon auch irgendwie gleich alle Positionen durch. Okay. Es ging relativ schnell. Wir sind natürlich auch noch Möglichkeiten gegeben, Spieler mitzunehmen. Die sind ja teilweise auch stärker als meine Startelf. Ich will aber jetzt auch hier nicht zu lange irgendwie da rumarbeiten. Aber ich mache einfach mal ein bisschen hier und bereite mal was vor. Also, ich habe jetzt hier einfach mal vor allem die besten Spieler aufgestellt. Chemietechnisch hat sich das nie zum Positiven entwickelt, so viel kann ich sagen. Habe jetzt auch einfach mal alle Leihspieler so mehr oder weniger reingehauen. Wir gehen jetzt zum ersten Mal in das Teammanagement und das ist natürlich komplett überarbeitet, komplett neues System. Dazu wird es übrigens einen sehr, sehr geilen Kurs, den habe ich schon ausgearbeitet, ich weiß schon genau, was drin sein wird, wird es einen geilen Kurs geben bei The Guide Plus. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, der werde ich alles im Detail erklären. Ich muss mich jetzt natürlich auch selber erstmal damit vertraut machen. Mein Tipp für den Anfang ist wahrscheinlich einfach erstmal nicht zu komplex zu halten. Ich würde auch wahrscheinlich ein 4-4-2 beispielsweise direkt mal empfehlen. Damit werde ich hier spielen. Und ich mache jetzt mal so Einstellungen, wie ich denke, dass sie ganz gut funktionieren könnten. Hier gehen wir nicht mal auf 61. Und dann ist jetzt das Besondere, es gibt keine Anweisung mehr, sondern es gibt Profirollen auf Deutsch, Player Roles auf Englisch. Mehr Infos dazu hier in dem schönen Deep Dive Artikel. Da kann man jetzt dann einzelne Rollen festlegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schnell mit euch durchgehe, aber ich glaube ehrlicherweise, die Standardrollen, die jetzt hier erstmal so eingestellt sind, sind nicht schlecht. Was man jetzt schon mal hier sieht bei Sorn beispielsweise, der hat eine Plus-Plus-Rolle, das heißt, diese Rolle kann er besonders gut spielen und er bewegt sich dann nochmal besser, besseres Positionsspiel, macht bessere Läufe und so weiter. Und anhand der Rolle legt man quasi fest, wie sich dieser Spieler grundsätzlich verhält. Falsch 9, ne, dieser Spieler kommt mehr ins Spielaufbau mit hinein, bietet sich mehr an und so weiter. Und löst halt letztendlich komplett die Instruktionen ab. Und wie gesagt, ich werde jetzt am Anfang einfach mal wirklich mit diesen Standard. Das macht keinen Sinn, da jetzt mal hier so kurz reinzutauchen. Das ist schon mal so gut. Mit dieser Formation gehen wir auch direkt rein. Ich habe
Taktikguru erhalten. Klar, das macht Sinn. Entsprechend der Kurs, da ihr von einem Taktikguru werdet ihr den bekommen. Ich wollte jetzt Start drücken, aber ich merke gerade, dass ich gar nicht in Rivals drinne bin. Sondern da müssen wir jetzt erstmal rübergehen, reingehen. Und ich habe gehört, man wird jetzt höher eingerankt, wenn man schon das ist Rush. Hä, Rivals? Rivals Total Rush? Wo ist das normale Rivals? Spiele Rivals. Ich will Rivals spielen. Ja. So, ich bin Division 5. Das ist natürlich jetzt... Das kann interessant sein. Können wir mal kurz gucken, was ich jetzt hier... Ah ja, noch keine Elite. Loser. Kann ich hier sehen, was ich hier bekomme? Das können wir schon mal einstellen. Ich spiele nur gegen Solo-Gegner. Und wo sehe ich... Was meine Rewards sind, potenziell. Okay, okay. Und hier. Okay, das ist jetzt noch nicht so ganz so krass. Aber ich glaube, wenn man jetzt Division 5 ist, ist man eher weiter vorne mit dabei. Ich werde wahrscheinlich, und hier nochmal auch die Erklärung zu für Champions, da gab es natürlich jetzt auch einige Veränderungen, habe ich auch noch gar nicht mich so in dem Maße mit vertraut gemacht. Ich muss erstmal wieder den Überblick hier bekommen und wir gehen jetzt einfach rein. Ich habe Bock zu zocken. Das wird bestimmt jetzt, da geht's bestimmt ordentlich auf die Fresse. Ist berechtigt. Wir suchen. Okay. Deswegen bekomme ich wahrscheinlich auch nicht die Spielinformationen angezeigt. Ich schaue mal kurz, ob das jetzt ein längerfristiges Problem ist oder ob ich gleich spielen kann. So, eine gute halbe Stunde später, es war ein Problem, was es ein bisschen länger gebraucht hat, habe ich es gefixt. Es gab irgendwie Probleme, dass, glaube ich, mein Account nicht richtig freigeschaltet war oder authentifiziert, validiert, was auch immer. Jetzt kann ich mir sie auch anschauen und jetzt sehe ich, dass sie 4 Sterne Weakfoot hat und 3 Sterne Skills. Also das war im Zusammenhang, ich konnte gar nichts machen. Ich konnte nicht Rivals spielen, ich konnte nicht Squad Battles spielen, ich konnte mir die Spieler nicht anschauen oder die Spielerinnen. Und jetzt ist das soweit wieder im Griff. Okay, Finesse normal und ansonsten Ariel Plus. Wie groß ist sie? Ich habe, ja, 1,74. Sowas hatte ich ja schon vermutet. Und bei den Rollen, Anspielstation Plus. Interessant. Wir gehen jetzt rein in das erste Spiel und wir suchen uns den Gegner. Also, das wird bestimmt schwitzig, weil das ist nach meinem Verständnis auch jemand, der in FC24 am Ende in der Elite-Division war. GG. Ja, ich habe einen gefunden und das ist natürlich immer das Problem. Man hat hier nicht die große Auswahl. Ich habe den wahrscheinlich jetzt den Gegner zum zweiten Mal gefunden, denn ich hatte eben schon mal einen mit 40 Ping. Das will ich natürlich eigentlich vermeiden. Scheiß drauf, wir wollen einfach nur ein bisschen zocken. Ich bin froh, dass es jetzt überhaupt geht und entsprechend geht es rein. Kann ich das überspringen? Wir spielen gegen Dr. Otzki. Zumindest auch hier ein Team mit vielen, vielen oder ausschließlich Goldspielern. Und das scheint auch mit ein bisschen mehr Plan und System zusammengestellt zu sein. Irgendwie finde ich es kacke, dass der Controller jetzt hier in weiß zu sehen ist. Aber gut, wir werden damit klarkommen. Das erste Spiel. Und wir haben irgendwie schon eine Riesenlücke in der Verteidigung. Und da werden die Übersteiger gespammt. Und da haben wir den ersten Ballbesitz. Ach du Scheiße. Irgendwie haben sich da die Spieler nicht so bewegt, wie ich das erwartet hätte, damit ich sie anspielen kann. Hier, da waren die mir irgendwie alle weggelaufen. Und da, zack, da. Irgendwie ist der Pass nicht durchgegangen. Aber den hat er natürlich auch krass direkt finishen können mit Iñaki Williams. Perfekt. Das ist nicht so gut gelaufen. So, wir machen das mal ganz ruhig. Irgendwie richtig weird ist unten, dass das Radar alle die gleiche Farbe hat. Oh, also Leftstick ist wild. Ich probier's mal. Ah, das war ein grünes Time-Finish, das gefällt mir. Das ist gut. Alles andere, ja, das ist ja mal ultra nervig, dass das unten auf dem Radar alles gleich ausschaut von der Farbe. Ja, es war natürlich ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt so einfach direkt mit dem ersten Ballbesitz nach 3 Sekunden den Gegentreffer kassiert habe. Okay, perfekt. Und da machen wir direkt den nächsten Ballverlust. Das kann natürlich, also
Ich weiß nicht. Oh, der spielt auch mit Precision, der Gegner. Also ansonsten schießt er niemals so deutlich am Tor vorbei. Das war ganz klar mit Precision geschossen. Okay, schöne. Ja, können wir den durchgespielt bekommen? Vivian mit dem Foul. So, wir haben den Gegner ein bisschen hier. Leipzig gefällt mir gerade irgendwie nicht so gut. Aber naja. Vielleicht auch er mit dem Ballverlust? Nein. Ja, ärgerlich, dass da mein Spieler nicht hingeht. Okay, es ist da unten sehr viel Platz, aber wir sind da, haben Spieler gewechselt. Können wir abspielen, können wir nach vorne spielen. Ich erkenne leider nichts auf dem Radar, ob das mein Spieler ist oder nicht. Okay, wir machen es mal komplett ruhig. Ja. Hätte ich gar nicht, vielleicht gar nicht spielen müssen direkt. Ich wollte einfach direkt einen Doppelpass initiieren, um ein bisschen Tempo nach vorne zu bekommen. Also von so ne, der generellen Spielidee und worauf ich jetzt hier gerade achte, ist erstmal eigentlich relativ ähnlich zu 24. Dribbling fühlt sich schon echt anders an, muss ich ganz klar sagen. Ein bisschen hakeliger gerade, das gefällt mir nicht so hundertprozentig. Auch nicht, wo sich jetzt gerade Son hinbewegt hat, weil er war theoretisch anspielbar. Aber hat er dann. Hat er sich dann wegbewegt, dass er nicht anspielbar ist. Und das gefällt mir immer nicht so gut, sowas. R1 reagiert er gar nicht drauf. Das ist auch schlecht. Krasses Tackle auf jeden Fall. Holen wir mal hier ein bisschen Player-Lock. Boah. Leipzig ist echt heftig, finde ich schlecht. Aber es liegt natürlich vielleicht auch daran, dass wir mit 40 Ping spielen. Ich weiß es nicht. Bis jetzt merke ich nicht so viel, dass ich da gute Spieler mit Bellingham beispielsweise auch habe. Das ist auch interessant, aber das ist natürlich auch einfach absolute Gewöhnungssache sicherlich. In dem Moment erobert zumindest Bellingham fast den Ball. Der sollte vielleicht im Abseits sein. Okay. Okay. Hier holen wir den mit rein. Stürmer, also so wie sich aktuell die Spieler bewegen, man merkt das richtig. Ich kann das überhaupt noch gar nicht richtig einschätzen, wo jemand anspielbereit ist, bleibt oder wie er sich bewegen wird. Und das macht es dann mit dem hakeligen Left-Stick-Dribbling irgendwie relativ anspruchsvoll, da was rauszuspielen bis jetzt. Kein Abseits. Oh, habe ich mich ein bisschen verzockt. Aha. Okay, das ist natürlich auch schön. Gut, da sind wir da. Sollten auch irgendwo hier Spieler von mir sein. Krass. Und jetzt, was ist hier gepfiffen worden? Ist das... Hä? Was? War abseits, oder was? Wie es jetzt mein Spieler da hinbekommen hat, im Abseits zu stehen, das will man mir mal erklären. Oh, der könnte nicht schlecht kommen. Leipzig gefällt mir echt gar nicht. Also Leipzig ist, ich meine, okay, wir kommen aus einer Zeit, wo wir 99er und 98er Karten spielen. Aber finde ich gerade echt schwer. Sehr hakelige Drehung. Sehr, sehr schwer in der, auch wie eng der Raum da ist. Also ich weiß nicht, was er dann im Jamal oder Lamin sozusagen an eine Anweisung gibt, aber wie enger den Raum von hinten macht, ist auch krass. Boah, also ja, ist ja klar, es ist das erste Spiel.
kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich das jetzt schon durchblickt habe. Und das wird, wie gesagt, das ist ein Elite-Gegner, ein Elite-Divisionsspieler aus letztem Jahr. Der wird auch auf jeden Fall zocken können. Chancen habe ich mir halt bis jetzt nicht ansatzweise rausspielen können. Und ich sehe ehrlicherweise gerade nicht, wie ich es hinbekomme, weil es sich wirklich vom. Also diese 180-Grad-Drehung, so ein schnelles Drehen mit Dribbling und daraus dann was machen, kriege ich absolut aktuell nicht hin. Und wenn sich dann auch dann deine Spieler verstecken, dann weiß ich nicht, wie man sich. Ich weiß wie. Es war halt der eine, also wenn ich den vielleicht grün treffe mit Son, mit Finesse, kann der vielleicht drinne sein, aber. Wer weiß das schon. Da ist es schön abgefangen. Können wir so spielen. Ich war mir so sicher, dass er denkt, dass ich nach unten spiele, sodass ich dann eigentlich mit sehr viel Platz und Control Sprint Dribbling vielleicht komplett durch sein kann. Aber hat er gut verteidigt. Wie die sich von alleine bewegen, gefällt mir, wie gesagt, nicht. Das sieht, glaube ich, richtig unbeholfen aus teilweise. Man merkt aber da deutliche Unterschiede, so wie der Spieler auf Input mit dem linken Stick reagiert. Und das macht mir, das bereitet mir echt gerade die größten Probleme. Die Zwischenschritte und bis dann quasi der Input oder die Richtungseingabe mit dem linken Stick umgesetzt ist, ist wirklich sehr, sehr groß. Ah, das liegt vielleicht auch am Ping. Anders kann ich mir das fast nicht erklären. Das ist, also, es spielt sich in der Hinsicht nicht schön. Auch die Pässe, bis sie dann umgesetzt werden, ist leider dadurch halt auch sehr verzögert. Probier einfach mal die Flanke. Elva! Boah. So kann ich mir eine Chance erarbeiten. Über einen Elfmeter. Offenbarungseid. So, wollen wir einfach. Ich probiere einfach mal die Taktik aus letzten Jahr. Also, der sieht genauso aus, ob der zu halten ist. Das weiß ich nicht. Aber Sacic kommt direkt mit einem ersten Tor im ersten Spiel zum Einsatz. Und vielleicht ist es, also ich habe das Gefühl, viele Tore werde ich hier gegen diese Gegner aktuell, gegen die Spieler nicht schießen. Ja. Ich spiele auch mit einem Frauentor. Ist auch interessant, das fällt mir jetzt gerade erst auf, aber habe ich so eingestellt. Übersteigerboost vom Gegner. Ist okay, also wenn ich jetzt. Zumindest war das auch mal ein herausgespielter Treffer vom Gegner. Ärgerlich ist natürlich, dass das 1:0 vor allem mein Fehler war. Glück gehabt. Leipzig ist katastrophal. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hoffe, wir werden das herausfinden. Es liegt am Ping. Das wäre sehr schön. Ich finde, so wird es nicht mein Spiel werden, weil Leipzig so unglaublich schwer ist. Das ist ganz schlimm. Also, ne, ich meine damit, wie reagiert mein Spieler auf eine Richtungsänderung und wann ist er bereit, die nächste Aktion durchzuführen? Das ist ein schöner Pass. Katastrophale Ballannahme. Schweres Spiel. Schweres erstes Spiel. Ich werde jetzt mal hier auf Offensiv gehen mit meiner Taktik aktuell.
Sprich, meine Spieler. Gegner auch. War direkt mit Pressing hier am Start. Also die gefährlichsten Momente waren halt definitiv Balleroberung im eigenen 16er. Okay. Ganz wilder Pass. Ich wollte halt auf Son spielen. Ja, ich glaube, also es ist noch nicht vorbei, aber es wird schwer. Schön. Mhm. Gut. Wie gesagt, gefährlichste Momente in meinem eigenen 16er, wenn ich Ball habe. Bin wirklich nicht angetan davon, wie schwer Leipzig-Dribbling ist. Aber ich will es nicht überbetonen. Es kann sein, dass es an vielleicht wirklich dem großen Unterschied zwischen den Spielern liegt, die man noch jetzt vielleicht gewohnt ist von vorher. Oder natürlich auch der Ping. Aber Gegner hat gewonnen. Ich denke, das geht auch absolut in Ordnung. Wobei, es hätte auch durchaus ein Unentschieden sein können, wenn ich mir nicht selber direkt in der dritten Spielminute oder wann auch immer ein Eigentor quasi schieße mit dem Ballverlust bei 3 Metern vorm eigenen Tor. War ein interessantes Spiel. Wir gehen mal kurz weiter. Erkenntnisreich. Sehr, sehr erkenntnisreich. Wir haben nicht viel verloren. Abgesehen davon, dass ich natürlich in die Saison mit einer Niederlage starte. Und wenn ihr wisst, wie ehrgeizig ich bin, wisst ihr auch, wie sehr mich das erstmal so per se ärgert. Aber ich kann damit gut leben. Ich weiß per se, jetzt spielen extrem gute Gegner an sich schon. Und es war ein Spieler aus der Elite-Division vom letzten Jahr. Hatte auch kein schlechtes Team, von daher glaube ich, geht's in Ordnung. Das ist Lehrgeld, was wir jetzt aktuell zahlen. Habe ich jetzt irgendwas, was ich euch gegebenenfalls gerade im Anschluss dazu sinnvoll zeigen kann? Ich glaube ehrlich gesagt nichts. Ich habe jetzt sicherlich nicht irgendwas groß freigespielt. Von daher werden wir es vielleicht auch effektiv dabei belassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt gerne sehen wollt, ob es irgendwie Evolutions sind, die es aktuell direkt gibt, ob es der Rush Pass oder Season Pass oder whatever ist. Was interessiert euch besonders? Interessiert euch vielleicht auch direkt einen Einstieg zu den neuen taktischen Möglichkeiten mit FCIQ? Schreibt da mal gerne Vorschläge in die Kommentare. Ich bin gerade schon am Überlegen, was ich jetzt in der nächsten Folge effektiv mache. Ich werde wahrscheinlich jetzt erst nochmal spielen. Ich muss das Team natürlich auch in der Hinsicht, vielleicht werde ich auch einfach mal ein paar Packs aufmachen, weil ich kann ja mit den Leihspielern hier nicht lange planen. Effektiv, also ja, ich habe jetzt gerade gesagt, der Gegner hatte auch kein schlechtes Team. Mit den Leihspielern hatte ich, kann ich ganz klar sagen, das bessere Team mit den 4 Spielern hier vor allem. Also von daher brauche ich mir da nichts vorzumachen und Augenwischerei zu betreiben. Das war sehr, sehr ernüchternd, dieses erste Spiel. Daran habe ich ein bisschen zu knabbern. So, das war's dann erstmal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und natürlich, wenn es euch an sich gefallen hat, gerne dann Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Das war's von meiner Seite. Haltet euren Kasten sauber. Euer Taz. Zum ersten Mal in FC25. Besser als ich.